Teil 2, verehrte Damen und Herren. Wir werden Leute aus München fragen, wo ich essen gehen kann. Ich weiß nicht, wie freundlich die Leute in München sind, aber wir probieren unser Glück. Italiener sagt, aber. Hi, ich suche gerade noch, was ich essen soll. Ich bin der Sohn von meinem Vater. Und ja. Zu Vino sage ich Nino. Wetter 10 von 10, muss ich mal ehrlich sagen. München, die Sonne scheint, viele Leute sind draußen. Hier sind allerlei Restaurants und viele Leute sind am Essen und am Weinschliffen. Ich hätte eigentlich Bock auf so einen kleinen Snack, ich sage euch so, wie es ist. Und Fifth Garden Grill. Es gibt allerlei Sachen auf jeden Fall. Kurze Frage hätte ich. Aus München. Ja, freilich. Ich bin auf einer Suche so nach einem geilen Snack hier irgendwo. Was willst du essen? Bayerisch oder? Irgendwas Leckeres so. Pizza. Ja, irgendwie Pizza oder irgendwas so ein Snack. Die beste Pizza ist Mario hier. Draußen, schön, sagst du einen schönen Gruß. Vom? Kasper. Okay. Der kleine Italiener sagt, aber, sag du Kasper kennen. Okay. Ja, hier Mario, geh rein. Okay, ich schau mir das mal. Ja. Dankeschön. Vorne ist zu teuer. Das ist was 50. Ist das vorne für eine Pizzeria? Alle, keine Pizzeria, alles Scheiße. Ich schau mir beide an. Weißt schon, Frozen Pizza. Frozen Pizza. Die haben einen Steinofen. Pizza Mario. Das sieht mir schon sehr, sehr traditionell aus. Ich glaube, ich muss jüngere Leute fragen. Diese Mario-Pizza sah echt nicht schlecht aus so an sich, aber wir sind ja auch in einer guten Gegend. Also es gibt hier auf jeden Fall allerlei Sachen zum Koreaner. Pipeline. Okay, das ist elektronische Zigaretten. Wir distanzieren uns. Also hier ist jetzt nicht mehr so viel los. Ich weiß nicht, ich habe mich auch irgendwie ein bisschen verlaufen. Das hier ist, glaube ich, ein Café. Na, das ist also die Asian Kitchen. Madame Do. Das ist ein Kiosk. Schauen wir mal, wen wir noch fragen. Das ist Max Tex. Tex-Max. Hier sind sicher auch noch ein paar Sachen. Max, bla bla bla. Da hinten ist auch viel los. Hi, schmeckt's? Ich suche gerade noch, was ich essen soll. Ist das gut, Jim? Nein. Gibt's hier was in der Nähe? Ja, hier, aber es ist perfekt. So, gibt es irgendwelche berühmten Sachen? Das heißt Kaffee-Zeitgeist und Kaffee-Soda. Mhm. Was gibt es da zu essen? Alles. Pasta, auch Burger. Kannst du empfehlen? Ja, ist sehr lecker. Ich bin aus Wien. Aus Wien? Oh, geil. Ja, ich habe da ganz viele Verwandte. Rosane Kaffee da. AIDA ist gut. Ich war da noch nie drin. Das ist schon ganz nice. Dann lasst es euch schmecken. Schönen Tag. Spaß. Danke. Also ich bin euch ja ehrlich, ich sage immer, dass ich nicht aus München bin, weil das, ich will nicht sagen, ich bin aus München und ich brauche Tipps. Aber ich brauche halt wirklich Tipps, weil ich mich in München nicht auskenne. Kaffee Zeitgeist kenne ich, war ich auch schon. Ist ein sehr berühmter Spot. Wir fragen weiter. Greens and Grains habe ich auch noch nicht gesehen. Sieht gesund aus. Da ist auch Soda, da habe ich mir schon mal mies einen reingetrunken. Ich habe noch jemanden, den wir fragen. Darf ich dich kurz stören? Ja. Hi, ich bin Randy. Freut mich, Yolanda. Ich bin auf der Suche nach irgendwas Leckerem zu essen. Okay, boah, hier ist schon echt viel. Ja. Ich wollte zum Beispiel gerade zu Kinky Slice gehen. Kennst du das? Was ist es? Pizza, so New Yorker-Style-Pizza. Ist es weit weg? Boah, 15 Minuten oder so. Willst du dich stören, wenn ich mitkomme? Wir gehen da zusammen hin. Hey, ja, why not? Ja? Kannst gerne mitkommen, ja. Also ich sehe auch so, du siehst wahrscheinlich, dass wir eine Kamera in der Hand haben. Video, wo ich immer Leute in gewisse Städten frage. Klar, okay. Ja, klar, let's go. Okay. Ja. Wie war dein Name nochmal? Yolanda. Herzlich willkommen in der Show, Yolanda. Und du Randy, oder? Ich bin Randy, ja. Und du bist nicht aus München? Ich habe mal in München gelebt, aber ich lebe jetzt in Wien. Ah, nice. Ja, Wien ist auch schön. Ich sag zwar immer, dass ich nicht aus München bin, weil es cringe wäre, wenn ich sage, ich bin aus München und frage Leute nach Essen, aber... Ja, okay, aber wenn du hier nicht lebst, dann kennt man es. Dann kann man das schon so machen, ja, das stimmt. Ja. Glücksfall, Yolanda nimmt jetzt Randy mit zum Pizzaessen. Davor holen wir uns aber was? Weinschorle, das ist der Sonntagsdrink. Da drin holen wir die. Ja. Steh auf, Schank. Willst du ein Bild von uns machen? Sehe ich aus wie ein Fotograf? Ja. Wenn da ein Mikro drauf ist, dann ist da kein Interview. Mach so Interviews. Wie viel ist dein Auto wert? 10 Euro. Herzlich willkommen in München, ne? Viel Spaß, Bro. Alles gut, Bro? Habt ihr Spaß? Ja, jetzt gehen wir. Woher seid ihr? München. Ah, okay. Cool. Wir gehen jetzt zum Hip-Hop-Festival, aber die sind nicht wie Hip-Hop angezogen. Natürlich, geht schon. Wer sagt denn, wie Hip-Hop angezogen? Ja, genau. Einfach so reingehen, einfach so reingehen. Wir sind Kroat, wir dürfen. Ja, ja, das geht schon. Der Typ. Danke, Bro. Tut mir leid für den blöden Kommentar. Aber falls du ein Interview haben willst, ich bin dabei. Aber wie machst du das? Ich bin Baubranche. Baubranche? Was baust du denn? Häuser, Bruder. Also bist du Architekt? Nein, ich bin der Sohn von meinem Vater und ja. Ich bin der Sohn von meinem Vater. Stark, bin ich ja. Stark, aber ja, Mann. Pass auf euch auf. Ciao. Das ist immer so in München, dass die Leute so nett sind. Das sagen eigentlich immer alle, ja, dass München also arrogant schon. Sind. Nee, finde ich gar nicht. Hallo, Chef. Hi. Ich hätte was zu brauchen. So eine Weinschorle. Ich arbeite hier. Ach, oh, sorry. Ich dachte, ihr arbeitet hier und so freundlich. Ich dachte, wir haben süß. Embarrassing. Hi.
kann ich euch tun? Kann man was to go mitnehmen? Eine Weinscholle? Weinscholle nicht, nur Flaschen. Weißt du, wo es hier welche gibt? Bei mir? Weinscholle? Wir machen es ja nur, weil wir keine Pappbecher haben. Aber voll komisch, weil eigentlich, lass mal, weil sie das schon mal angeboten haben. Also ich habe schon mal was to go geholt. Ja, aber Togo. Das sag ich auch immer, Kaffee Togo. Ich sag so. Sagst du auch ein Cocky? Warte mal kurz, was? So ein Cocktail, ein Cocky. Nee, das sag ich nicht. Aber hier beim Soda müsste es doch was geben, oder? Kann man bei euch Weinschollen so mitnehmen bestellen? Ja. Ja. Zwei Stück bitte. Wieder Pussis. Zusammen? Hat der Pussis gesagt? Ich weiß nicht. Dankeschön. Ich habe noch nie eine Weinscholle so random getrunken. Schmeckt gut. Dann irgendwie so machen, so. Oder irgendwie so. Oder irgendwie was machen. Und dann denkst du, dass du das, also dass du auch was wegmachen. dass du was in den Zähnen hast und die trauen sich einfach nur nicht, das zu sagen. Aber ich frage dann immer. Ja, ich auch. Ich denke mir immer, warum. Warum sagst du es mir nicht? Ja, warum sagst du es weg? Wie lange müssen wir aber gehen? Boah, so 50 Minuten. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Hey, ich glaube, mich tritt ein Pferd. Ja, ich glaube auch. Ja, ich muss meine 10.000 Schritte reinbekommen. Leute, ihr müsst immer 10.000 Schritte am Tag gehen. Das ist so wichtig. Wenn du eh Sport machst, dann ist egal. Also aktuell mache ich halt nichts, deswegen. Ladies, ey, warte mal, ist hier nicht? Ah, ist ein guter Club, was sagst du? Ja, voll. Ja? Auf gar keinen Fall. Also Leute, der beste Club ist das Lucky Huhe. Das ist auch nicht so ein typischer Club, weil das so offen ist. Ich mag das. Da kommt durchgehend frische Luft, vor allem im Sommer, wenn die alles aufmachen. Ja, und wenn die Leute stinken und so, dann... Alles klar. Aber Schwitzen ist normal, also es ist nicht schlimm. Ladies and Gentlemen, da vorne geradeaus. Wir sind jetzt gerade von da gekommen. Wetter 10 von 10, dahin ist Lucky Huhe. Und was wolltest du mir gerade noch sagen? Hier hat ein neues Matcha-Café aufgemacht. Das heißt Matcharina. Und ja, ist im Mercedes-Benz drin. Ist auch sehr gut. Bist du Matcha-Fan? Ich liebe Matcha. Warum aber? Ist einfach geiler als Kaffee. Ich mag keinen Kaffee. Aber Matcha ist für mich unter Kaffee. Nee, es ist gesünder als Kaffee. Matcha. Der Mann hat abonniert, sehr, sehr stark. So, herzlich willkommen in Hofgarten. Der Hofgarten, ich erkläre euch mal ein bisschen die History zum Hofgarten. Hofgarten wurde 1864 erbaut von Wilhelm Ganselhof. Date. Ist das hier immer, oder? Was immer, ja, im Sommer. Dann tanzen die einer. Genau, also Reggaeton oder Salsa oder ich weiß nicht, was das jetzt ist. Lass mal die Hüfte schwingen. Sehr süß. Wir sind am Platzl, ja. München, Altstadt. Ja. Und die besten Ramen meiner Meinung nach gibt es im Shoya am Platzl. Aber auch nur an dem. Also es gibt vorne auch noch einen, aber das ist der beste. Da arbeiten auch Japaner in der Küche. Kennst du dich aus mit Ramen? Ja, ich bin halb Japanerin. Du bist halb Japanerin? Ja. Da wäre ich nicht drauf gekommen, bin ich ehrlich. Also du bist halb Japanerin und halb Deutsch. Halb Polin bin ich. Halb Polin. Aber ist ja fast dasselbe. Also nee. Was? 1860 oder Bayern? Bayern. Warte, wie spricht man es aus? Zentrale oder Zentrale? Bar Zentrale. Bar Zentrale. Ja. Die ist da vorne. Was ist das? Da kannst du halt, das ist halt eine Bar, also du kannst voll gut da essen und auch gut trinken. Aperitivo, entspannt, immer voll, sehr voll. Also wenn du essen willst, dann musst du reservieren. Ich glaube, du könntest mir öfters in München eigentlich Sachen zeigen, wenn du hier viel unterwegs bist. Was kannst du mir dann zeigen? Zeig dir Wien. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen am Gardenerplatz, Gardener Place. Hier, während Corona, gab es immer die lustigsten Partys. Rave. Das waren keine Raves, waren Hip-Hop-Partys aber. Ja. Und dann ist die Polizei von jeder Seite hier reingefahren und alle sind gelaufen. Ich glaube, so war das nie, aber ich habe es mir immer so vorgestellt. Als ich hier war, habe ich das immer so gesehen. Wie im Film. Ja, genau. Haben wir es eigentlich gleich geschafft? Wie viele Kilometer sind wir gegangen? Ja. Boah. Wir sind safe 5 Kilometer gegangen. Ja, aber wir haben noch nicht die 10.000 Schritte drin. Doch, jetzt schon. Ich glaube nicht. Aktivität. Doch! Wir haben 11.000. So ein New York-Style-Slice-Pizza-Stück, das du einfach sagst, das feierst du? Ja. Warst du schon mal in New York? Nee. Ah, okay. Aber. Warst du schon mal in New York? Ja. Okay, ja, dann bist du ja richtiger Profi. Ah, ich glaube nicht, dass wir jetzt anfangen sollten, das zu vergleichen. Weil es wird wahrscheinlich nicht so gut sein, also aber... München und New York. Genau, aber man kann das Stück auch einfach so genießen. Mhm. Ist schon ein schöner Platz hier, oder? Ein bisschen Leute am Chillen, ein bisschen hier. Genau, so einzelne Stücke. Es gibt auch eine vegane Option, glaube ich. Die unwichtig ist. Du immer für eine Pizza? Was denn die Salami. Pizza? Und Schaf. Diavolo. Salami und Diavolo. Schaf, stark. Ja, hu. Hi. Hi, grüß euch. Neue, gell? Diebtisch Pizza. Detroit. Ja, das ist so eine Art Focaccia. Art Focaccia? Der zeigt Sticker und dann ist sie nochmal mit Käse überbacken und so. Das ist lecker.
gut. Man kann auch noch Schaf drauf tun. Werden wir safe drauf machen. Safe. Wie heißt der Channel? Randy Gamble. Was kostet hier ein Slice? Ein Slice 3,50. Crazy günstig auch. Wie lange gibt's euch schon? Ein Jahr. Ein Jahr? Preislich muss ich auch sagen, sehr, sehr fair. Diese ganzen Stücke kosten 3,50. Also alle unter 4 Euro eigentlich. Ja, der hängt da an dem Ding. Also wir haben jetzt auch ganz Glück gehabt, weil die machen gleich zu. Um 8:30 machen die zu. Geil. Das Wetter ist und so. Das Beste kommt. Ist du das immer so? Ja. Ich bin ein Glückspilz. Ich muss ehrlich mal sagen, dass diese Pizza sehr, sehr nice aussieht. Wir haben hier eine Pizza mit Enduja und Ricotta. Wird das Ricotta sein? Enduja? Enduja. Enduja? Ja. Aber Spanisch wäre Enduja. Aber ich hab schon mal gehört. Hast du Spanisch? Ja, un poquito. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar Sachen geschenkt bekommen. In diesem Sinne, lass dich schmecken. You have the first bite. Cheers. Grad, ne? Okay, willst du die probieren oder erst die? Ja. Chiliöl auf Salami-Pizza ist der Endgegner, Leute. Vertraut mir. Geil. Seit Gras legalisiert wurde in München, ich sage euch ehrlich, es riecht überall nach Gras. Mach keine Deutsch. Was für ein Eis ist, what ice cream ist das? Das ist viele verschiedene, very good. From which spot? No. I have to eat my pizza first. Ah, yes, right. From which spot? Cross the street. Okay, nice. Sie Deutsch? Gut, ja, ich spreche Deutsch, ja. Mein Deutsch ist sehr schlecht. Nee, ist nicht so schlecht. Mein Deutsch ist schlechter. Willst du ein Stück Pizza? Nein, danke. Nein? Ja, ist diese gut, Pizza? Sehr lecker, sehr lecker. Ich habe heute das erste Mal probiert. Sie hat mir das gezeigt. Okay, bon appetit. Danke. Merci. Bye bye. Bye bye. Au revoir. Okay. So, ich glaube, wir haben von der nur ein Stück gehabt. Von der Enduja? Ja, die musst du jetzt essen. Weil hier ist noch Salami. Guck, geil. Und was ist da das andere? Ach so, das ist diese Miso. Miso. Geil. Miso, sag mal auf Japanisch. Ah ja? Miso. Ja, du kannst einfach Japanisch. Mhm. Ich glaube immer noch nicht, dass du Japanerin bist. Ich glaube, du lügst mich an. Tja, wer weiß. Was ist das Weiße da drauf? Ich glaube Ricotta, oder? Ist das Ricotta auf der Enduja? Ja, das ist Ricotta. Geil. Ah. Sehr nice. Mhm. Kann ich auch noch nicht. Und? Das ist eine richtig geile Pizza gezeigt. Ich bin happy. Okay, von der Skala von 1 bis 10, wie viel? Also ich habe die New York Style Pizza in New York gegessen. Wenn das die 10 von 10 ist, dann würde ich dem Ganzen hier, glaube ich, so eine 8 geben. Das kommt sehr gut dran. Man könnte noch ein paar Sachen verbessern, aber ja. Wir haben uns jetzt auch Zeit gelassen, bis wir es... Ja. Gegessen haben. Aber ich bin super zufriedengestellt, weil nach New York fliegen ist auch Aufwand. Also immer München jetzt, oder? Nein, manchmal New York auch. Muss sein. Okay, und jetzt will ich die Nuts probieren. Also das ist mit Miso. Miso. Miso Nut mit Tomate. Und das ist Knoblauch. Okay, ich probiere es hier. Was ist damit? Sehr lecker oder nothing special? So ist besser. Das ist aber geil, ja. Ist geil. Und das ist Knoblauch, willst du? Die kenne ich schon. Der Teig ist nice. Ja. Und Gatschik sagt man nicht so. Gatschik. Gatschik? Gatschik sagt nicht zu Matschik. Was? Also so. Teigig, Gatschik. Mhm. Du weißt, was Gatschik ist, oder? Mhm. Gefällt uns? Mhm, gut. Wie so Focaccia. Mhm. So ähnlich, gell? Aber es ist nicht scharf, gell? Mhm. Die beste Moment. Ich glaube, die ist sehr basic. Mhm. Die heißt auch Plain. Oha, das war wieder zu viel. Zu viel gibt's nicht. Ich glaube, es war eine sehr, sehr interessante Folge. Ein dicker Schmatzer geht raus an Yolanda. Ja. Hast du noch was zu sagen, komm, du hast die letzten Worte. Ich freue mich auf die weiteren Videos. Ah ja? Das sage ich jetzt einfach mal so. Ja? Gut, ne? Danke. Es tropft schon, dein Öl tropft schon. Amme, Schmackofat. Too late. Es hat mit der Schall nichts zu tun, wenn du mich fragst. Ja, auch Lucky Who auf. Mhm. Seid ihr zu? Ja. Ach so. Willst du noch ein Stück haben? Wir haben hier noch ein Stück. Aber wir essen es nicht mehr, wenn du es willst. Also wir haben noch ein Miso-Stück. Ja. Das war aber vegan. Das ist vegan und wir haben noch hier ein Wiebisch, wenn du willst. Ja, aber nur wenn ich es esse. Bro, wir essen es. Wie soll ich es zahlen? Bro, ich arbeite hier nicht. Ach so. Nein, wir arbeiten wir nicht. Haben hier. Ach so. Nimm es, wir essen es. Wir haben es geschenkt bekommen, Bro. Ja. Ja. Bro, lass es schmecken. Ciao. Ciao. Wolltest du es nicht probieren, das Veganer? Nee. Ich mag ja eh keine Pilze. Deswegen für mich.